junkfoodtaster.com und jetzt gibt es Pop-Schichtsalat. Salatideen und das ist Ananas, Gemüse, Käse. Okay. 400 Gramm. Haltbar bis zum 11.10.2012. Okay, kaum Eiweiß. Ja, viel Fett. Oh, viel Fett und viel Zucker ist hier drin. Eieiei, stand da nicht was mit Gemüse? Ja, Zutatenliste. Kaltenkirchen. Das ist auch witzig, nicht, dass Kaltspeisen aus einem Ort namens Kaltenkirchen kommen. Okay, Weißkohle. Ein Glück, dass ich nicht weiß, was Weißkohle auf Englisch heißt. Okay. Weiß ich gar nicht, wo jetzt eigentlich der riesige Zuckerwert herkommt. Ja, hier Zucker. Also Zucker ist Sellerie, wenn Sellerie 8% ist und Mais 4%, muss Zucker irgendwas zwischen 8 und 4 sein. Ja. Ja, der Junkfood-Taster, ein kleiner Detektiv. Na gut, egal. Es geht eh nur um Geschmack. Hier öffnen. Okay, das ist jetzt total abgefahren. Muss man erstmal so eine Klappe abbrechen, wie es mir scheint. Ja. Und tschüss. Und jetzt kann man öffnen. Okay. Ja, ist jetzt nicht mehr, ist jetzt so eine Spalte hier, weil ich es halt umgedreht habe. Ja, also sieht jetzt nicht so delikat aus, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe ja erst neulich einen Schichtsalat verkostet, einen Adler, der kleine oder so hieß der. Mal sehen, was jetzt Pop an den Start gefahren hat. Ich werde das hier einfach mal auf den Teller ein bisschen tun, um einfach mal hier vielleicht irgendwelche Zutaten zu finden oder so. Ja, okay, ja, keine Ahnung, ich werde es einfach kosten. Wollt ihr das sehen oder? Das sieht so ein bisschen martialisch aus. Ich zeig mal lieber das Bild, während ich koste. Ja, ja, der Käsegeschmack ist mir viel zu low. Also der beste Schichtkäse, den ich je, der beste Schichtsalat, den ich jemals gegessen habe, ist hier aus einer Fleischerei im Ort. Dann dieser, was ich gerade gesagt habe, Nadler, der Kleine, hat auch lecker geschmeckt. Hier fehlt mir jetzt echt der Käse. Und es ist schon sehr sauer und auch fast schon scharf wegen dem Essig. Ein ziemlich starker Essiggeruch. Und süß. Ja. Nee, also, okay. Ich finde das überhaupt nicht lecker, also tut mir leid jetzt. Muss ich auch. Bin auch ein bisschen hart jetzt, ne? Für mich ist das ein Fail. Ja, einfach weil. Es ist mehr so asiatisch, süß-sauer. Und dann fehlt der Käse. Ja, oder so Geschmacksnuancen, irgendwas, was es lecker macht, fehlt dann einfach.
Das erwartet man ja bei Schichtsalat, würde ich sagen. Als Ananas kann sein, dass hier irgendwo Ananasstückchen sich verstecken, aber. Fruchtig. Okay, egal. Gut. Ja, also. Was ist euer Lieblingsschichtsalat? Ja, also jetzt nicht. Also einen, den man kaufen kann in ganz Deutschland. Jetzt nicht hier. Sagt nicht hier. Ja, mein Fleischer meines Vertrauens macht auch super Schichtsalat ab und zu. Ja. Ich war nicht extra bis Buxtehude, um Schichtsalat hier zu kaufen. Okay, gut, jetzt die nächste bitte. So, I just reviewed a salad and it's a layered salad, a sheet salad. What's the right translation of this? I will look it up for you. It's pineapple, vegetables and cheese. Okay, I close it because I want to show you the stuff here, you know, the lists. So, first list is nutrition. So, this stuff is basically far too much sugar. It's like the same amount of sugar like a soda. And yeah, high fat value. And oh, and what's interesting, like the main ingredient is like kraut. Kraut. I'm not really sure why there's so much sugar in here. They added sugar as well. Unfortunately, there is no real cheese flavor in there. I would say cheese makes the stuff fancy. Yeah, just looking Schichtsalat up for you. Oha! There is no translation for Schichtsalat. Oh God. This was a complete fail. Okay, yeah, now I have lost the concept. Okay. It's too sweet. Then the vinegar they used for conservation is a little bit over the top. It's sour and it's all like a. Okay, and now the camera strikes as well. Yeah, they used vinegar here. Vinegar. Yeah, it's more like Asian, like sour, sweet Asian food. And basically, it's not something that is 400 grams, I think. Yeah. It's too much to finish off like in one stroke because it's not tasty. You would like at some point like a very delicious layer salad you can eat like normally layer salad is very something delicious. What happened here? Okay, but it's not layer salad. I haven't found a translation. Good. I like continued talking crap. I just stopped the video. So, see you soon.